Die letzte Länderspielpause des Jahres gibt mal wieder Luft im Rahmen Terminkalender und genutzt wird die gerne durch ein Testspiel. Der 16. der zweiten Fußball-Bundesliga, der VfL Bochum, trifft auf den 8. der dritten Liga, Viktoria Köln. Die Gastgeber in den blauen Trikots von rechts nach links mit dem besseren Start. Milos Pantovic prüft Daniel Mesenhöhler zum ersten Mal. Der VfL im Allgemeinen die aktivere, wenn auch nicht immer hundertprozentig im Abschluss gefährliche Mannschaft. Das ein Schuss von Görkem Zaglam, der auch gleich kurze Zeit später wieder in Szene war. Von den Kölnern kam wenig in Durchgang 1. Das ist Görkem Zaglam mit der nächsten guten Möglichkeit. Aber Daniel Mesenhöhler in der dritten Liga bislang zweimal ohne Gegentor geblieben, pariert. Zur Pause lagen für Viktoria Coach Pavel Dotschev ein paar Aufgaben auf dem Tisch, die er aber offensichtlich gut lösen konnte, denn Viktoria in Durchgang 2 etwas spritziger. Das ist Simon Handle, frei vor dem Tor aus kürzester Distanz. Den setzt er überraschend weit rechts am Kasten vorbei. In der dritten Liga hat das schon 8-mal geklappt. Und dass er es besser kann, zeigte er kurz darauf, nämlich beim 0:1 von Viktoria Köln. Schön aufgelegt von Naja und Simon Handle macht den Schönheitsfehler von gerade eben mit diesem Tor zunächst vergessen. Kann der VfL antworten? Ja, und wie? Nämlich so, 1:1. Danny Blum, 3 Viktoria-Verteidiger in Silence mit dem direkten, mit dem postwendenden Ausgleich. Da bekommt er einfach zu viel Platz und macht das dann aus spitzem Winkel mit dem Außenriss richtig hochwertig. Es war mittlerweile ein engagiertes, ein ausgeglichenes Testspiel. Das ist Tom Weiland aus kürzester Distanz mit dem Kopf an den Pfosten. Dann mal ein Standard auf der anderen Seite, weit getreten hinter den zweiten Pfosten. Der kommt aber gefährlich wieder rein und dann der VfL auf einmal im Kreuzfeuer der Schüsse der Viktoria. Aber so richtig soll er nicht reingehen. Auch der letzte Versuch von Lars Dietz per Kopf findet nicht den Weg ins Tor. Nochmal Glück gehabt, aber kurz darauf Sven Kreier, gut freigelaufen. Haken, Flanke an den zweiten Pfosten. Zoll zurückgelegt auf Simon Handle und der schnürt seinen Doppelpack. 1:2 für Viktoria Köln. Ein dazu noch richtig gut rausgespielter Kopfball, kein Abseits am zweiten Pfosten, dann mit viel, viel Auge zurückgelegt und Handle macht's richtig gut. Aber Bochum zeigt einmal mehr Comeback-Qualitäten, weil sie dazu eingeladen werden. Chung Yong Lee mit dem 2:2 kurz vor Schluss, ganz, ganz bitter für die Kölner, weil unnötig aus ihrer Sicht. Die hätten das hier gut und gerne mit einem 2:1 über die Bühne bringen können. Der Fehler von Lars Dietz lädt Lee ein. 2:2 der Endstand. Ein Spiel, das für Viktoria auch gut und gerne siegreich hätte ausgehen können. Ich finde, dass das Spiel von beiden Mannschaften sehr gut war. Beide Mannschaften waren sehr engagiert. Wir haben geschafft, zweimal in Führung zu gehen. Und leider Gottes, was momentan bei uns der Fall ist, wieder 89. Minuten müssen wir ein Gegentor hineinnehmen, was auch nicht gefährlich war. Also das ist schon sehr ärgerlich, weil die Jungs machen so viele gute Sachen, so viele Sachen richtig und dann am Endeffekt doch nicht gewinnen. Das ist ja schon ein bisschen Kopfsache bei uns. Aber ich bin mir sicher, dass auch irgendwann haben wir das auch das Glück auf unserer Seite und dann auch Spiele auch zu gewinnen. Aber so ein bisschen passt auch dieses Testspiel zu Viktoria Köln, denn aus den letzten 5 Drittligaspielen endeten 4 mit einem Remis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.